Was geht ab? Wir gucken uns jetzt das Video an, wo Arafat über Bushido und über viele andere Leute redet und über die auspacken möchte. Oh. Es ist sehr heiß. Gebt euch das. Ist kein Spaß. Film. Eine Sache, die ich auch loswerden will. Ich sitze seit knapp 5 Jahren vor Gericht. Okay? Seit knapp 5 Jahren. Bis jetzt habe ich nie mein Maul aufgemacht. Ich habe nur das erzählt, was so im Gericht ist und. Jetzt ist der Tag gekommen. Bitte. Ja. Ob ein Bushido, der eine Plattform benutzt, eine Reichweite regenerieren will, auf meine Kosten und dann macht er Podcasts. Ich habe jetzt das Spiel verstanden. Okay. Oder ein Samra, der von irgendwo, von irgendeiner Ecke kommt und sagt, ich mache auf seinen Namen und seine Eier Geld. Ist auch so, ey. Ich habe vergessen, welcher Schuh ihn groß gemacht hat. Nein! Hast du nicht. Nein! Du musst ihn der Schuh. Der war schon vor Iggy J groß, Digga. Du musst ihn der Schuh. Nein. Okay. Das weißt du was? Ich werde genau dasselbe wie ihr machen. Wo? Letztens hat ein No-Name-Journalist was Gutes gesagt. Hör gut zu, was ich sage. Was? Wie der liest. Er hat gesagt, das geht auf TikTok gibt es eine Soko, eine Polizeisoko, die das alles mitverfolgt. Ach was, das kann ich dir auch sagen, die Polizei hat auch Internet. Deswegen werde ich persönlich, und diese Soko, die alles mitverfolgt hat und sagt, er hat sich verraten mit Steuerhinterziehung. Hallo, die Steuerfahndung weiß, wo ich wohne, die kann alles erfragen, alles schwarz auf weiß. Ich habe vor niemand Angst, Punkt 1. Ich würde auch so reden. Punkt 2, dann hat man gesagt, Polizeiarbeit an der Luft. Er redet über die und die Sachen. Ein Bushido hat 115 Stunden Aussagen gemacht. 115. Weil er Angst hat um seine Kinder. Präsentiert überall seine Kinder. Hör zu. Hat übertrieben. Hat übertrieben. Weiter. Nein, ja. Das ist gar nichts. Aber dann Bushido setzt er sich hin und nutzt seine Reichweite, um mich noch mehr zu machen. Ich will euch was sagen. Ich werde euch noch schon verraten, wo. Italien. Genau wie sie das machen. Ja. Und ich hoffe, ich werde nicht zur Polizei gehen und Aussage machen, aber ich hoffe, dass wenn ich live komme, egal auf welchen Kanal, auf welchen Podcast, ich sage dir, dass genau da die Polizei sehr gut zuhört, weil dieses Spiel mache ich nicht mehr mit, dass so ein Bruder von Samra, der 0815-Pfennig, mir eine Nachricht schreibt, ich hätte mein Schwarzgeld und ich werde verurteilt und du wirst schon sehen, ja, und du musst Strafe zahlen. Guck mal, er postet das und er weiß ja, dass die Soko-Polizei ja mitguckt. Also will er ja den Bullen sagen, ich mache Schwarzgeld. Ja. Aber sowas, ich denke, das ist cool. Oder so ein anderer postet, ich arbeite mit der Polizei. Barello hat auch gesagt, du und Tamid, ihr habt nur Schwarz gegeben. Ja. Sehr gut mit der Polizei. Punkt 1. Ich rede mal jetzt. Sache, also guck mal, tut mir leid, dass ich unterbreche. Also, ja, Nick, Senna, gesagt, Lars, ich bin ein Draht 007, ich arbeite mit Polizei. Also Mick ist einer, der mit Polizei arbeitet. Nein, er hat gesagt 007, das ist James Bond. Das ist eher witzig gemeint, okay? Das ist eher witzig gemeint. Jeder weiß, dass du nicht mit der Polizei arbeitest. Darüber brauchen wir nicht reden. Und lass Mick in Ruhe jetzt. Jetzt geht's los, Kai. Okay. Der ist warm gerade. Ich habe jetzt den Film verstanden, was Bushido vorhat. Bushido! Das ist ein Ganji. Ein Ganji ist ein Veranstalter. Ganji, ich gebe dir mein Wort. Ich werde dir eine Plattform geben, die du nie vergessen hast. Du hast eine Gefälligkeitsaussage für Bushido gemacht gegen mich. Ich habe Sachen über dich, die werde ich genau hier erzählen. Und ich hoffe, die Steuerfahndung hört zu. Und wir sind dabei! Ich hoffe, die Polizei hört zu. Und geil! Ich werde Sachen über Bushido erzählen, über Ganji erzählen, über Samra erzählen. Geil! Das sind nur drei Sachen. Über andere. Weißt du, ich werde genau dasselbe Spiel spielen wie sie. Geil. Ich werde von 5 Jahren von jeglicher Seite immer Aussage, der sagt gegen mich aus, der sagt, jeder spricht. Also vom Ding her ist das charakterlich schwach, aber ich finde das geil, weil wir die Klicks auf jeden Fall mitnehmen. Nur Kizzy. Hat ja ausgesagt. Er hat nie Schwarzgeld mit K gemacht. Ich sage dir, du hast die Büchse der Pandora aufgemacht. Boah. Du sagst gegen mich aus, Lügen, weil du die Künstler warm halten willst. Weil du die Tour mit Bushido jetzt machen willst, die Tour mit Shindy gemacht hast, weil Kapital dir einen Korb gegeben hat. Ja. Wenn du der Meinung bist, Ganji, ich hab nichts gegen dich, dann irrst du dich. Und ihr könnt
machen, was immer ihr wollt. Und wer mir jemals kommt und sagt, warum machst du das? Dann holt euch die sollen die Akten offenbaren. Jeder ist auf den Zug gesprungen und hat gesagt, hat mit Nacken finanziert. Er liest, weil die wirklich, Verfahren ab. Über Verfahren. Sieht echt so nur aus. Nur weil sie auf den Zug geschmissen. Aber komischerweise, wie ein Bushido. Wo war jemals die Soko-Polizei hier, wo du dein Armband, du, deine Frau, deine Schwiegermutter Versicherung. Kassiert hast, über 250.000? Schmeckt. Wo hast du jemals eine Anzeige bekommen? Oder dein Baby Luxury? Aber ganz ehrlich, ich werde jetzt Bücher aufmachen. Genau hier, wo jeder es zuhören will. Weil du eine Plattform hast und dich lächerlich machen willst. Er legt sich mit dem Barello, hat sich aus der Reserve gelockt. Nein, ich habe mich nicht aus der Reserve gelockt. Doch, hast du. Ich war nur enttäuscht von Barello. Ja, das ist nicht so. Mehr und nicht weniger. Er hat Fitna gemacht zwischen uns beiden, damit wir nicht mehr... Nein, Bruder. Er hat keine Fitna zwischen uns beiden gemacht. Hat kann ich kurz unterbrechen? Nur bei dieser Mal zwei kurz, tut mir leid. Jeder, der Gas gibt, Leute, wird gepusht. Wallah, Clara, plus wegklauen bei Clara. Bei Melanie genauso. Alles klar, Leute. Ich gebe euch mein Wort. Man merkt das. Ein Jahr lang so krass unterhalten. Ja! Und ich wünsche mir von euren Anwälten. Geil! Timo! Jetzt sie werden Beweise bekommen. Schwarz auf weiß, wo ihr eure Abmahnung sonst wohin stecken könnt. Langsam ist das vorbei. Okay? Ihr habt mich echt sauer reingebracht. Beim Finanzamt habt ihr mir Probleme gemacht. Steuergericht. Dann in Kleinmachnow, die GbR. Mach, weil du hast nie was gemacht. Aber ich gebe dir mein Wort, schwarz auf weiß. Nicht nur du, Bushido. Ganji. Samra. Denkst du noch gerade zu? Ich werde die Geschichte komplett erzählen von AK. Von Samra. Von Lars. Digga! Von Zart. Geil. Jetzt geht's ab. Das sind viele Feinde. Mach keinen Rückzieher, ne? Wer ist Zieht Ritter und Majerat jetzt? Zieht, das ist der mit Bushido gerade ist. Das sind meine Freunde. Ja, aber jeder von denen hat auch Rücken. Die sind nicht. Hallo, ich habe auch einen Rücken. Guck mal. Ich habe einen Silberrücken. Okay. Also, dass er gegen Bushido Gericht verloren hat, erste Instanz, das trifft den. 2 Millionen Abdrücken, Digga, ist sauer. Guck mal. Verfahren ihr bekommen? Guck mal. Weil ihr habt mich verraten von vorn bis hinten. Oh. Ich habe dir gesagt, ich habe Akten, ich könnte Berlin, so die ganzen Straßen mit meinen Akten, mit den Blättern brennen, zu tapezieren. Ach so. Nur Aussagen von denen. Ich habe bis jetzt nicht ein einziges Wort gesagt. Digga, jetzt geht's. Ich wurde nur beschmutzt. Ja. Die Leute fragen, Acker auch? Acker hat nichts falsch gesagt, aber ich erzähle einfach nur die Geschichte. Dass ein Samra vor Gericht kommt, ja, verjunkt bis zum geht nicht mehr, gerade ausgucken kann. Ich die Wahrheit sage. Wow. Und dann bei Ali therapiert, tut er so, Bushido, der böse Mann. Hol den Spiegel, du bist nicht besser als Bushido. Tschüss. Du aber, ne? Aber das ist, ich sage dir, und ich werde auch euch sagen, warum der Name Samra nur was Tabak angeht. Nur was Tabak angeht. Sasa, klar, das macht er. Hör zu, nur was Tabak angeht, nicht ihn gehört. Weder hast du einen Prozess gegen mich gewonnen, noch habe ich dich gelinkt. Okay? Du wolltest, hast das extra nur gemacht, um deine Vape Werbung zu machen auf meine Eier. So sein Name? Wenn du ja den Prozess gewonnen hast, warum nimmst du nicht den Namen? Dann benutze ihn doch. Stimmt's oder stimmt's nicht? Er hat ja erste Instanz. Seit 2018 ist der Name nur, was Vape angeht, patentiert. Und guten Morgen, jetzt kommst du damit? 5 Jahre später? Aber warum ist er überhaupt patentiert? Seit 2018. Aber warum? Bestimmt haben die geplant. Warum hast du einen Schuh gemacht, Samra? Wo warst du denn da auf einmal? Kein Problem. Du willst gegen mich schießen? Habibi. Wie gesagt, ich werde euch demnächst mitteilen. Ja, geil. Wo ich jede Woche ein Thema aufmache. Ja, mehr Content. Jede Woche. Soll ich jede Woche Interview mit dir machen? Wallah, ich bin dabei. Nein, bitte nicht du. Jede Woche, ich weiß nicht, wo das, ich weiß auf welcher Plattform, lasst euch überraschen. Und aber gegen Schindy hast du nichts mehr, Fabian. Yo, mach ich glaube ich ehrlich. Ich sage dir ganz ehrlich, Schindy, da ist eine Kleinigkeit, aber Schindy ist immer noch 10-mal besser als Samra. 100-mal besser als Samra. Ja, Schindy will nur seine Musik und sein Geld. Mehr will er, glaube ich, auch gar nicht. Aber ich werde ab jetzt nicht mehr mit dem Maul halten.
Jetzt geht's ab. Absolut gar nicht mehr. Jetzt geht's richtig. Irgendwann reicht's. Ist vorbei. Er hat alles auch verloren schon. GBR, das gleich machen. Kommt nicht mehr klar. Wenn ich rede, das alles Coach gesprochen. Coach Frankie hat auch über dich geredet. Bei Allah, ich habe gesehen. Hier deine Roderich. Coach Frankie, sage ich dir ganz ehrlich, möge Allah ihn recht leiten. Mehr sage ich über ihn nicht. Ich werde ihm gar nichts mehr geben. Jeder, der Plattform haben, redet über mich. Wie gesagt, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Bushido hat irgendwas mit Gericht gepostet und dann hat einen Song released. Also, ja, normal. Und auch zum Beispiel Gericht, dass ich 2,5 Millionen an Bushido zahlen will. Ah. Nicht du willst. Also, wenn Bushido 110% hinterlegt, also knapp 3 Millionen, und will er gegen mich vollstrecken, soll er machen. Mal gucken, ob er die 3 Millionen hat. Also ist er broke, hat er gar kein Geld mehr. Ist er es komplett? Gibt ein, das weiß ich nicht, das interessiert mich auch gar nicht. Aber er soll nicht rumprahlen und so erleichtert. Ich sage dir nur wie Potsdam. Da wurde ich auch, in der ersten Instanz habe ich verloren. Da wolltest du mich auch betrügen mit 124.000. Jetzt stehen mir schon fast... Kann ich gut unterbrechen? Jetzt stehen mir schon fast 2 Millionen zu. Digga. Weißt du? Heftig. Du weißt doch, ein Boxkampf 2 Millionen? 10 Runden oder manchmal 12. Die erste Runde zu gewinnen ist leicht. Ja. Es gibt noch andere Runden. Und wie gesagt, am Hintern sind die Enden fett. Ob es von meinem Bruder Nasser ist oder nicht, spielt keine Rolle. Doch. Er tut hier nur auf schlau. Und so ein Don Johnson für Arme sagt, ja, kannst du, er erzählt irgendwelche Geschichten. Und wenn Bushido furzt, die anderen glauben. Aber ist kein Problem. Beide sind eklig. Bushido und ja Arafat, finde ich persönlich, muss ich sagen. Weil in NRW braucht er keine Sicherheit. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich werde Blatt von niemandem mehr nehmen. So wollen wir nicht. Mir, willkommen. Ozan, zurück zu Ozan. Ich wünsche Ozan auf jeden Fall alles Gute. Ich gratuliere ihm für die Schwangerschaft. Ozan hat das Beste gemacht. Er ist ehrlich, hat sich von allem distanziert. Führt ein Leben mit seiner Frau. Doch, Ozan, ich wünsche dir nur das Beste. Bushido, Stichpunkte aus. Samra. Geil. Kapi, alle schreiben Kapi. Und Sam. Ich weiß nicht, ob ich. Leute, jeder da ganz. Du brauchst diese Filme nicht machen. Sam interessiert keinen Menschen. Er musste sich entschuldigen, übrigens. Habe ich letzte Video gesehen. Wie bitte? Er musste sich entschuldigen, habe ich letzte Video gesehen. Übrigens. Das. Vielleicht hast du gesehen, dass. Es ist kein Problem. Soll er machen, was er will. Kapi. Gegen Kapi habe ich nichts. Muss er wissen, was er, ob er zurückschießt oder nicht zurückschießt. Danke, ist mir scheißegal. Wie gesagt, ich werde mir in Zukunft, wenn die Plattform jetzt geht's los, kein Blatt vom Mund nehmen. Kein absolutes Blatt vom Mund nehmen. Da mach ernstiger. Ja, zieh nicht zurück. Die Leute, die ich genannt habe, ich schwöre dir, das sind 5%. Ich zeig euch mal die hinter den Kulissen, wie es eigentlich so abläuft. Bitte. Weißt du, immer mit nackten Finger auf jemanden zeigen. 5 Jahre lang, von Gericht zu Gericht. Von Gericht zu Gericht, weder kann man verreisen, weil man Gerichte hat. Bushido weder hat kann man atmen, weil man Gerichte hat. Weder hat Bushido ihn echt hochgenommen. Digga, er ist echt gebrochen gerade. Ne? Aus heiterem Himmel schätzen sie dich. Seit der Bruch mit Bushido ist. Wollen sie Millionen haben? Von wo? Boah. Verstehst du? Warum? Weil der andere nicht die Papiere freigeben will. Kein Problem. Du willst mir mein Leben zerstören? Oder ihr wollt mein Leben zerstören? Cool. Alhamdulillah, ihr könnt mein Leben. Solange, und das Einzigste, warum ich noch hier bin und sitze bei Allah, ist nur, weil ich den Glauben an Allah azza wa jalla habe. Boah. Nur deswegen. Und ich werde mir kein Blatt vom Mund nehmen. Ich schwöre dir, kein. Nix. Und wer das Gegenteil behauptet, ich bitte euch, holt euch die besten Anwälte. Und sobald eine Unterlassungserklärung kommt, die ich unterschreiben soll, werde ich schwarz auf weiß beweisen. Kann ich eine Frage stellen? Ja, bitte. Zum Beispiel, weil die Leute fragen auch die ganze Zeit. Zum Beispiel am Anfang hat K1 geschossen. Und jetzt ist Bushido auch wie K1 gemacht. Man muss also sagen, ist Bushido mit K1 befreundet jetzt? Oder was hältst du von K1? Also wie kann ich das... Nein. Du musst dir vorstellen, das Spiel mit K1 hat ja geklappt.
Ja, ganz kurz, ich will nur sagen, und zwar man merkt, dass es ein abgekartetes Spiel ist, wie die angefangen haben. Arafat will eigentlich nur das sagen, was er sagen will. Der ist gerade am Durchdrehen. Der will einfach sagen, es geht bald los, ich schieße gegen alle. Wenn ich schon höre, ist kein Spaß. Wer das nicht gecheckt hat, hat es nicht gecheckt. Der größte Erfolg für die Berliner Polizei ist, wenn man Arafat Abou-Chaker hinter Gittern kriegt. Warum? Was habe ich euch getan? Ja, geskriptet, auf jeden Fall. Nein, ich glaube, nein, wallah. Nein, mit mir kann man am besten Politik machen. Und dann so eine Leute kommen. Mann, ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich irgendwo pinkle, ja, und wenn der Baum sprechen könnte, würde ich eine Anzeige bekommen. Kann ich kurz unterbrechen, Leute? Alles immer drei, jeder da Gas gibt. Wie gesagt, ich werde wirklich, ich hoffe, jeder gut, kommt zu. Notwendige Reichweite, ja. Und dann hör mal zu. Und dann werden wir ja sehen, was für Ermittlungen aufgemacht werden auf gewisse Personen. Und bei gewissen Personen wird keine Ermittlung aufgemacht. Willst du wissen, warum? Warum? Kronzeugenregelung. Das heißt? Ist kein Problem. Hä? Ich denke wirklich, ich hab so viel Wissen. Hammer 4-5. Wenn ihr wüsstet. Und wie gesagt, ihr macht das seit 5 Jahren mit mir. Ihr springt nur auf diesen Zug, dass ihr euch was warm hält, wie ein Ganji, ein Farhand Ganji, ja, den ich mal Bruder genannt habe. Bei Flair machen, glaubst du? Der auf einmal erzählt, bei Gericht, ich mach keine Aussage. Nein, bei Russo nicht. Lass mich die Wahrheit. Hintenrum rennt er zur Polizei und macht gegen mich Aussage. Wie ist denn deren Feinde zu Russo? Weiß. Und jetzt guckt ihr mal, ne? Obwohl Bushido ihn angeschissen hat, jetzt arbeiten sie zusammen. Flair wäre krass. Ich arbeite mit Shin. Genau dasselbe. Damals ist er auch auf dem Schwanz von wem? Ja, stimmt. Von wem ist er gesprungen? Von Kapi. Jetzt hat ihm Kapi einen Korb gegeben. Warum ein Korb? Was bedeutet das genau? Ja, fragt doch Kapi. Und warum hat Bushido auch Samra gedisst? Letzte Song, wenn ich fragen darf? Weil du kennst dich besser aus mit den mit diesen Geschichten. Ich sage dir ganz ehrlich. Und wer noch einmal sagt, was ich hier rede, warum, wieso, weshalb, der Krieger, guckt alle in euren Spiegel, weil ihr alle über mich geredet habt. Der Krieger Nachricht. Ihr alle, auch du, Barello. Ihr allesamt habt über mich geredet. Hinten habt ihr habt euch nur gefreut. Vielleicht du nicht, Barello. Ibo hat recht, Digga. Es geht um Millionen, packt lieber vor Gericht aus, er packt TikTok aus. Ihr alle. Und glaubst du mir, Barello? Jeder hier, jeder guckt gerade zu. Insgeheim seid ihr alle nur Fans. Ich meine, das wir nehmen ernst. Wir nehmen die Klicks mit, Bro. Okay, insgeheim seid ihr alle nur Fans. Bin Supporter. Okay, eine Frage. Was denkst du, wie viele Rapper kommen gerade zu? Rapper. Alle. Ja. Viele. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Denkst du, viele zittern gerade, dass du deren Namen erwähnst? Ich schwöre bei Allah. Farid hat ja nichts gesagt, ne? Rücken, was ist Rücken? Nix. Geht auch nicht. Bei Farid ist es. Rapper, die nicht mal glauben. Nix. Jeder weiß das aber. Ich werde das Spiel, weißt du was? Die sagen doch immer, ich bin Person der öffentlichen Lebens. Wir können das machen. Kann ich das genauso machen? Seit 5 Jahren fresse ich Scheiße. Von Gericht zu Gericht. Von Anwaltskosten zu Anwalts. Von Gericht. Meint ihr, der wird wegen einer Plattform nutzen, wo man extra bezahlen muss? Nein. Runter. Glaub ich auch nicht. Ganz ehrlich. Immer neue Akten sehe ich. Immer das Erstaunliche. Was? Kann doch nicht sein. Was habe ich denn getan? Nur, dass er seinen Arsch rettet, redet er über mich. Okay. Es geht nicht nur um Anis. Meinung zu Rücken von Bushido. Aber ehrlich. Boah, mein Rat, jetzt. Mal, also mal, ich werde mich komplett dazu äußern. Alter. Ich sage dir ehrlich. Komm, yes, ist mir auch egal, wie es gefällt. Geil. Wie ist mir egal? Hallo. Wie Keiner. Sie das machen? Und wenn jemand sagt, er will doch nichts damit zu tun haben, ja, dann frage ich mich, was habt ihr denn damit zu tun? Warum verkehrt jetzt auf einmal in Videos? Aber eins sage ich. Und hört bitte, hört alle zu, was ich euch sage. Wer mit einem Heuchler abhängt, ist auch ein Heuchler. Und wenn er sagt, mir hat er nichts getan. Aber ihr wisst, er ist einer. Ihr seid genau dasselbe. Und gerade die meisten, die rumbellen, ja, die verdienen hier einen Orden. Einen Orden. Wallah. Doch, ist so. Ihr seid nur Internet. Gürt Ivo? Wallah, ist so. Das sagt Gürt Ivo. Ich habe hier noch nie jemand gedroht. Ihr seid Internet-Wauwaus. Mhm. Jetzt, siehst du diesen Stream hier? Ja. Guck mal bitte. Ja. Morgen, jeder Wauwau nimmt das, sucht wieder Plattform. Was hat Arafat da gemacht?
Wir analysieren mal. Bestimmt hat der Barello gedroht, deswegen kam er live. Deswegen so und so. Ja. Ey. Und weißt du, nicht ich bin der Geldgeier. Ihr macht Geld auf meine Eier. Weil ihr nehmt euch diese Streams. Auf jeden Fall, Bro. Danke, Bro. YouTube und macht eine Reaction. Boah. Also, meinst du auch Manuelsen und so mäßig? Weil nicht nur Manuelsen, alle anderen auch. Ich bin euer Arbeitgeber. Ja. Ihr verdient durch mich Geld. Boah. Wenn ich nicht da bin, sucht ihr euch andere kleine Männer. Aber ihr habt die einen. Aber das große Geld machen wir mit Arafat. Ich gebe euch mein Wort. Mein Wort, Wallah. Nehmen die Klicks mit. 5 Jahre fresse ich Kacke. Ja. Danke, Bo. Danke, Bo. Ist vorbei. Wieder eine Akte gelesen. Ist vorbei. Arbeitsamt gewonnen. Und ihr werdet erstaunt. Ihr werdet einen Schock bekommen. Okay. Abwarten und Tee trinken. Ich bin mehr als gespannt wie ein Bettlaken. Abwarten und Tee trinken. Habibi. Wie ihr mich bekämpft habt, ich bekämpfe euch mit dem Doppel. Nicht mehr und nicht weniger. Geil. Ganz genau. Bevor ihr auf mich zeigt, weil ihr zeigt schon 10 Jahre, weil ihr Neiderschweine seid. Und diese Rücken, guck mal, am Anfang an, ich habe gar nicht, ich bin der Rücken von denen und denen. Wir haben ein Geschäft aufgemacht. Aber das waren so eine Fans, ja, die sich auf einmal Rapper gesucht haben, ich bin auch Rücken. Aha. Aber vom Kopf her, Alhamdulillah nix. Und ich werde meine Seele, Uxum Billah, meine Seele rausreden. Der kann, auch der hört nicht mehr auf zu reden. Nicht. Es gibt auch nicht hinten, lass mich raus, lass mich dies. Ist vorbei, Uxum Billah ist vorbei. 5 Jahre lang habe ich Scheiße. Es ging ihm nur in diesem Livestream darum, dass er das jetzt, ja. Der ist am Platzen. Er redet gerade mehr darüber als um den Hauptteil mit Barello. Ja, der redet nicht über das zwischen ihm und Barello. Er redet Barello schon durch, der ist 15 Minuten war durch. Über seinen Plan, was er vorhat. Und ja, darum macht er Promo mit. Ne? Promophase. Und hat Barello ein schlechtes Gewissen eingeredet und sagt, ich vergebe dir sogar noch. Wo ist hier das Recht? Wo? Nenn mir, wo das Recht hier ist. Was Recht heißt, weißt du, das heißt immer dann so, in NRW läuft er frei rum, aber hier kommt er, alles SEK, maskiert. Ich komme immer alleine vor Gericht. Ich rede vom Zivilgericht. Auch wenn ich sage, was ist das für eine Show hier? Dass der Richter sagt, oh, der Arme. Der Arme. Abwarten. Sabr, wallah sabr. Inna Allah ma'as sabrun ist es sabr. Was? Ja, sabr. Also, was? Von den allen Rappern, mit denen du zu tun hattest, wo, bei wem denkst du, der war am längsten? Weil du mit bist allen, mit die ich zu tun habe? Du musst dir vorstellen, es fing beim Chihuahua an, bis zum Kangal. Alles Hunde. What? Geil! Das ist warum? Und warum leider Gottes, ich sag's dir ins Gesicht. Diese Krankheit, die passiert gerade auch bei dir. Geil. Größten Wahn, ich bin doch der und der, ich hab Reichweite. Geil. Vergiss nicht in dein Herz, wo du warst. Bleib da und glaub mir, wenn du da bleibst, die Leute lieben dich. Allah. Aber sobald du denkst, größten Wahn, ja, wenn ich dir sage, ja, jetzt auf einmal, Bushido, ich telefoniere mit Chindi. Sag ihm doch, dass du mal seine Mutter beleidigt hast. Seine Frau beleidigt hat. Ich habe das alles schwarz auf weiß. Lass ihn auf. Er will reden, wird er sehen. Und Samra genauso. Boah. Er denkt, er ist schlau. Wie er mir damals gedroht hat. Ich habe mehr Reichweite als du. Hat gleich einen Kontrakt gemacht. April, März 2018. Wir haben uns im März noch unterhalten. Hast du schon einen Vertrag mit der Bild-Zeitung gemacht? Guck mal, was für ein Schakal du bist. Sabruschka? Aber kein Problem. Nicht nur er. Wallahi sabr, wallahi sabr. Und ich will mal sehen, ob die Behörden, die hier sind, wie dieser Don Johnson für Arme, die hören hier zu, ja, ob sie genauso eingreifen, wie sie bei mir eingreifen. Das ist das Interessante an der ganzen Sache. Also, der will fair behandelt werden auf den. Verstehst du, was ich meine? Mal gucken, mit zweierlei Maß. Und die ganzen Leute können auch mal sehen, ob es dann Verfahren gibt oder nicht. Aber nein, gegen einen Abu Chaka, der ist immer schuldig. Also Rassismus jetzt, oder? Ich will auch nicht sagen, wir sind die Heiligen. Ah. Wir haben auch Fehler gemacht.
Okay, ich dachte auf jeden Fall. Wenn du nach Rechtsstaat gehst, wie sie sich hier nennen, wir leben in einem Rechtsstaat, ja, okay, dann sollen sie nach Recht gehen. Okay? Aber dann gilt das Recht für alle. Und nicht das Recht, wie sie sich die Rosinen aus dem Kuchen picken. Der hat Recht, der hat kein Recht. Wir entscheiden so. So läuft das nicht. Ja. So läuft das nicht. Und ich habe wirklich lange drüber nachgedacht. Und habe mich wirklich entschieden, und das wird kommen. Und ich werde euch nicht nur unterhalten. Ja, sehr gut. It will be movie, yeah? Arbeitsamt. Es ist mir auch scheißegal, was ihr... Ich sag doch immer, ich bin die Person des öffentlichen Lebens. Jeder darf doch über mich reden. Öffentliches Leben. Dann darf ich auch über alle reden. Kannst du jetzt schon anfangen, den ersten... Wie wir alle über mich bei der Polizei geredet haben, ich werde nicht zur Polizei gehen. Ich werde hier reden. Sei schlau. Auch die Polizei, ich sag dir auch ehrlich. Das ist ein Zinker doch. Von der Polizei. Eine Seite, die fair ist. Und? Und die Seite, die gar nicht fair ist. Ah, okay. Also es gibt gute Polizisten. Ich sage nicht, das sind Menschen. Sollen die YouTuber hier noch kann? Die sagen sich schon mal zu, das ist Gesetz. Ich gehe nach dem Gesetz. Und es gibt Polizisten? Nein. Die wollen nicht. Wenn man nach dem Islam geht, ohne diese Gerichte und Rechte. Also, wenn du nach dem Islam gehst, ja. Nenn mir einer, der nach dem Islam geht von denen. Was haben die mit Islam zu tun? Von denen, okay. Das sind Käfers, oder wie? Mir ich habe nicht gesagt, dass sie Käfer sind, aber du sagst doch, wenn die nach dem Islam geht. Nenn mir einen von denen, der nach dem Islam geht. Islam ist denn bei denen nur, wenn es denen passt. Ah. Weißt du, was zum Problem? Du sagst immer nach dem Islam. Frag doch einer, ob er betet von denen. Also, warum? Wir reden doch nach Islam, ganz kurz. Wenn er nicht betet, da brauche ich nicht mit ihm, dann erkenne ich ihn nicht mal als Muslim an. Boah, hat das auch Geld, ne? Der Unterschied zwischen einem Ungläubigen und einem Gläubigen ist das Gebet. Also, und ich will dir was sagen. Ja, aber draußen. Sie gehen weder nach Islam, nach Recht, nach irgendwas. Nochmal, wenn ich einen Fehler gemacht habe, er sage ja, der Punkt. Ja, der ehrliche, ja. Weißt du, was mein einziger. Aber das heißt, will ich gar nicht jetzt. Tom Black Bro schreibt einer. Ich werde das nicht querbeet machen. Ich werde das richtig systematisch machen. Systematisch. Junge. Ich bleib auch beim Thema. Bruder, das Ding ist, er redet den größten Ungläubigen, glaube ich. Auseinander nehmen, Barello. Oder ihr alle hier. Bis es ausgelutscht ist. Und dann fange ich ein anderes Thema an. Weißt du? Aber eine Kontakte noch klarstellen. Er disst jetzt Kapital. Ja. Ja? Hodja Ari. Hodja Ari. Allah. Wo Kapi bei Bushido unterschrieben hat. Er hat vor Freude geweint. Glaube ich. Beim Rappen hat er gesagt, wenn die an Bushido geglaubt haben. Deswegen hat er ich sich... Ich sage dir bei Allah, er hat fast geweint. Also ich gefreut, ne? Er hat das erste Mal in seinem Leben Single Platz Nummer 1 mit ihm gemacht. Ich will ihn auch nicht schlecht reden, was Musik angeht damals. Wir haben alles gefickt. Ohne Wenn und Aber. Wir waren Monopol. Ja. Okay? 100%. Stimmt. Aber ab dann. Guck mal, es ist immer eine gute Mischung. Ich will auch nicht sagen, ich war alleine oder er allein. Es war die gesunde Mischung. Ja, auf jeden Fall. Beide haben voneinander profitiert. Aber warum 100%. Der Bitch-Move kam und warum, wieso, weshalb? Alles zu seiner Zeit. Ja, normal. Ich und wie dieser Don Johnson für Arme. Wer ist Don Johnson, Digga? Keiner weiß hier, ob die Polizei mitguckt. Ich weiß schon lange, dass die Polizei hier mitguckt. Ach was? Weil ich habe das von meinen Akten. Es ist auch bei Gericht kam vor, was gepostet wurde. Ja, meine Instagram-Seite haben sie rausgenommen. Ich habe es gesehen. Er hat dies gepostet, er hat das gepostet. Richtig. Ach, Rosberg. Verstehst du, was ich meine? Also er bringt mir hier nichts Neues bei. Und was ich auch sagen kann, jeden, der hier bei TikTok ist, ja, ich sag euch mal was viele hier nicht wissen. Thema. Ich gebe euch mal eine Steuerberater kostenlos. Ah, danke, Bro. Zahlt eure Steuern. Aber ein Spender, hörst du, Barello? Ja. Ein Spender. Ein Spender, der spendet, wenn er innerhalb
wenn ein Spender, er darf dir 20.000 Euro steuerfrei spenden innerhalb von 10 Jahren. Mhm. Wenn du 100 Spender hast mit 100 verschiedenen Namen und sie spenden dir, du brauchst keinen Cent Steuern zu zahlen. Mhm. Steuerberater auch noch. Ganz offizielles Gesetz. Aber hat ein Spender mehr in den Jahren bezahlt, dann musst du Steuern zahlen. Was die Leute damit sagen? Scheiße, Digga. Hier einer schreibt, warum rede ich nicht über den und den? Manche Menschen sind nicht relevant. Und die Fitna gemacht haben, die werden Nabi. Von Allah bestraft. Nabi meint er. Und vorhin hatten wir auch ein Gespräch, wo auch jemand versucht hat, Fitna zu machen. Weil ich will Barello nicht entschuldigen, aber er ist 23 Jahre. Und viele sagen, der ist jung. Ja, klar ist er jung, aber er ist auch nicht so jung, dass er verdient ja auch Geld. Er kann ja auch mit Geld umgehen. Da ist er ja nicht jung. Ich habe ihn ans Herz gelegt, egal mit wem du Streit hast, Barello, egal mit, nicht nur mit mir, bevor du auf eine Fitna hörst, ich meine das ernst, rede mit der Person. Das war's mit dem Video. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Denkt ihr, Arafat, seine Aussagen werden richtig krass sein zu diesen ganzen Leuten, die er genannt hat? Weil ich glaube, das wird krass, was denkst du? Wir gucken, aber ob Arafat auch wirklich keinen Rückzieher macht und keine Rücksicht auf keinen nimmt. Das ist dann auch natürlich die andere Sache. We'll see, sagt man bei uns. Wir werden sehen.